Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Backstage, unserem Nerdway-Podcast, wo wir jede Woche ein bisschen über die Sachen quatschen, die wir gesehen haben, gehört haben, gespielt haben, etc. Ich weiß gar nicht, wie viele Themen wir heute haben. Siehst du, ich muss mir erstmal Deutsch kaufen. So, nochmal. Ich weiß gar nicht, wie viele Themen wir eigentlich heute haben, weil ich habe gar nicht so viel, weil ich mich komplett in einer Reihe verloren habe, die mich dann zu einer weiteren Reihe gebracht hat. Und ich fange am besten auch direkt an. Nämlich, geht um Mirai Nikki, beziehungsweise The Future Diary. Gibt es eine Anime-Serie? Die meine ich nicht. Okay. und zwar ist The Future Diary bei Netflix eine japanische Dating-Show. Ach. Wo es, ja genau, jetzt gucke ich schon ganz komisch. Wo es darum geht, du hast halt ein Pärchen, das ist hier Mai und Takto, die jeweils immer für den Tag ein Zukunftstagebuch bekommen, wo halt dann drin steht, was in diesem Tag halt passiert. Ja, also es ist halt eher so eine Aufforderung, Hinweise etc. Da steht dann zum Beispiel drin, ja, er zeigt ihr jetzt seine Stadt und dann passiert vielleicht irgendwas ganz Komisches. Oder da stand halt mal irgendwie drin, sie machen eine Kreuzfahrt und es taucht ein Problem auf, das sie lösen müssen. Und dann später kam halt raus, alles klar, da fehlt ein Koch und der musste jetzt, da Koch ist, einmal einspringen und die Leute da irgendwie bekochen. Ganz kurze Zwischenfrage, das habe ich jetzt nicht so richtig geschnallt. Ist das jetzt eine fiktive Serie oder ist das so eine Dating-Show? Das ist eine Dating-Show. Okay. Das ist eine Dating-Show, genau. Also wirklich zwei Leute, die sich nicht kennen, die dürfen auch außerhalb der Dreharbeiten quasi keinen Kontakt haben. Die haben keine Telefonnummer, kein gar nichts untereinander und die kennen sich halt noch nicht und sollen sich halt jetzt darüber so ein bisschen kennenlernen und reisen halt durch die Gegend und bekommen dann halt jeden Tag ein Buch, wo dann halt, oder zwischendrin kriegen sie auch mal wieder ein Buch zugeschoben, wo dann halt drin steht, was als nächstes so passiert. Es wird so halt aufgemacht wie, okay, das ist jetzt die Zukunft und wir wissen schon, was an diesem Tag passieren wird, etc. Und da gibt es halt nochmal so Bücher, die nur für die bestimmte Person ist und da stehen dann auch nochmal ganz komische, blöde Hinweise drin. Zum Beispiel hat sie direkt am Anfang bekommen, okay, egal was für Gefühle sie für ihn entwickeln sollte, sie darf es ihm nie sagen. Was irgendwie ein bisschen zu Trouble führen könnte, etc. Ich finde es eigentlich relativ schön und angenehm, weil ich die japanischen Dating-Sendungen halt relativ gerne mag. Ich bin ja auch ein großer Fan von Terrace House. Es ist so schade. Ich wollte gerade sagen, gibt es da nicht so ein Haus, wo die alle wohnen? Ja, Terrace House. Habe ich alle Staffeln gesehen, die es halt hier bei uns verfügbar sind. Ich fand das mega, mega gut. Finde es schade, dass sie abgesetzt worden sind. Finde es aber auch verständlich, dass sie abgesetzt worden ist. Weil halt eine Teilnehmerin dann halt so hart gemobbt worden ist, dass sie sich halt das Leben genommen hat. Und dann haben die halt irgendwann gesagt, okay, ja, jetzt können wir hier nicht weitermachen. Ja, okay, das kann man nachvollziehen. Ja, deswegen, ich finde es an sich schade, aber ich finde es natürlich auch verständlich, dass sie gesagt haben, nee, jetzt können wir hier nicht weiter munter irgendwie Terrace House weitermachen. Das wäre ganz komisch. Das wird keinen Sinn mehr machen. Mhm. So, aber ich finde es halt nett, wie in Japan halt gedatet wird. Aber daten tun die ja relativ schlecht eigentlich, weil die ja alle so ein bisschen schüchterner sind, sag ich mal fast. Aber gerade das mag ich halt eher, als wenn du jetzt so eine westliche Sendung hast. Wo wird die Frage gestellt, wer wird als erstes gebumst? Ja, genau. So ist es halt. Und da hat sie halt, sie hat halt mal die Aufgabe bekommen, okay, nimm bei diesem Spaziergang seine Hand. Und da war die nervös gewesen wie Sau und war so, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Während westlichen wäre das scheißegal gewesen. Dann ist ja nichts. Da wird halt beim ersten Date, wird sich dann abgeknutscht und keine Ahnung, landet man in der Kiste. Da geht es halt wirklich darum, okay, wer knallt jetzt wen als erstes? Und das ist halt dort anders da. Und das finde ich halt um einiges schöner. Es ist schöner anzusehen, es ist romantischer, sage ich mal. Netter. Mhm. Und für mich hat es natürlich noch den Aspekt, die reisen natürlich ein bisschen durch das Land, was ich mittlerweile schon ein bisschen kenne. Und die besuchen auch Orte, die ich kenne und Orte, die ich noch nicht kenne, wo ich sage, okay, das sieht aber ganz schön aus. Da möchte ich vielleicht auch irgendwann mal hin. Ist das nicht auch also ich weiß nicht, ob du die gleichen Netflix-Vorschläge hast wie ich, ja. Aber ich glaube, gerade ist irgendwie in den Tops eine koreanische oder so. Kann das sein, dass da auch immer so ein Trailer von so einer Dating-Sendung läuft, wo auch so ein Mädel dabei ist, die so übelst von sich selber überzeugt ist? Also das wirkt nicht sehr japanisch, weil die alle sehr aus sich rausgehend sind, sage ich mal.
Ja, ganz ehrlich, wenn du einmal sowas anguckst, dann kriegst du die ganze Zeit irgendwelche Vorschläge. Ich habe da ganz viele, sowohl amerikanische, wo du halt direkt siehst, okay, Pool und Bikini und alles ja, zusammen hier. rumturteln und Wie heißt das denn? Too hot to irgendwas? Weißt du, wo die sich nicht berühren dürfen oder so? Und du siehst schon an den Bildern so, ja, es wird nur darum gehen, dass die sich angrapschen und dann rausfliegen. Und dann gibt es halt, was ich, Together gibt es da irgendwie noch, ich glaube, das ist eine koreanische und wird halt ganz viel hier Hier, da gemacht. raus aus der Single-Hölle. Oh, ja. Flirtlustige Singles sind auf einer einsamen Insel gestrandet und suchen nach Liebe. Sie dürfen die Insel nur für romantische Dates im Paradies paarweise verlassen. Das sind auf jeden Fall auch Asiaten, wobei ich dir jetzt nicht sicher sagen kann, wobei ich könnte mal nach der Das Sprache sind keine gucken. Japaner, kann ich direkt sagen. Ja. Die Japanischen habe ich nämlich, glaube ich, alle durch. Ich mach mal eine an und guck Manchmal. mal, was die Ja, ja, Originalsprache ja, ist. ja. Nee, aber ich find das eigentlich ganz nett, weil es ist schön anzusehen. Es ist so, ach, was Nettes halt. Na, Koreanisch ist es. wie wenn du halt so eine nette Komödie hast, da weißt du ungefähr, ja, hier selbst ist die Braut oder sowas. Wo du auch sagst, okay, da weißt du eigentlich schon, was passiert und naja, so richtig spannend ist es jetzt vielleicht nicht, aber es ist schön anzusehen. Und Und ganz ehrlich, also, ja. doofe Frage, verlieben die sich dann auch und dann werden da wirklich Pärchen draus oder sind die halt sauschüchtern und gehen am Ende alle nach Hause und sind Single? Ja, ich möchte jetzt nicht so viel spoilern, obwohl ich nicht weiß, wie viele sie das gucken wollen. Also es entwickelt sich natürlich dann schon bei den einen oder anderen was und die haben wirklich auch Aufgaben da drin, wo es dann heißt, ja, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann hat sich das beendet. Also dann ist Ende hier. Dann ist Schluss. Und du hast keine Kontaktdaten, obwohl man ja mittlerweile sagen könnte, okay, sie weiß ungefähr, wo er wohnt und was weiß ich. Also man könnte da wahrscheinlich im Hintergrund schon noch irgendwie sich treffen, aber für die Sendung wäre dann quasi Schluss. Und da sind wirklich so Aufgaben dabei, wo man sagt, okay, da fieberst du da schon ein bisschen mit. Und kleine Spoiler, es werden auch nicht unbedingt alle Aufgaben geschafft. Also da gibt es auch so ein paar Sachen, wo du denkst, okay, ja, jetzt müssen sie halt andere Wege gehen. Aber ich find Interessant. das wirklich nett anzusehen. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich habe das direkt, es gibt 6 Folgen zurzeit. Ich glaube, die habe ich alle innerhalb von 2 Tagen dann einmal durch. Die gehen auch nicht so lange. Das sind ja so 25 bis 30 Minuten Folgen. Und es ist noch am Laufen. Das heißt, ich weiß selbst nicht, wie es endet, denn die nächste Folge kommt erst am Dienstag raus. Und da hat mir direkt Netflix die nächste Sendung vorgeschlagen, und zwar Ainori. Ist die zweite Staffel, ist der Love Bus quasi. Da kenne ich die Was für ein erste Staffel Ding? schon. Ainori, Love Bus oder Love Wagon. Ainori geschrieben. Wo es darum geht, die haben einfach so einen pinken Bus. Das ist wahrscheinlich so eine alte japanische Dating-Serie, die irgendwann mal abgestellt worden ist, sag ich mal, ich weiß das Wort gerade nicht. Und jetzt quasi mit Netflix in Kooperation nochmal neu aufgelegt worden ist es. Und die reisen halt durch irgendein Land. Es sind 7 Personen quasi jetzt in der Staffel, die ich jetzt gerade gucke. Das ist African, ist 4 Jungs erstmal und 3 Mädels. Und ja, die lernen sich halt während der Fahrt ein bisschen kennen. Und die erkunden halt auch so ein bisschen das Land, weil die sind nicht in Japan unterwegs, sondern immer in verschiedenen Ländern. Die letzte Staffel waren sie, glaube ich, Asien, da waren sie in Taiwan etc. Und jetzt sind sie in Afrika unterwegs. Und was ich halt gut finde, ist, dass die halt auch ein bisschen was von den Ländern zeigen, wie es da zugeht, was da halt so passiert und sowas, wie die Leute dort leben. Nicht nur, also Punkt nur auf diese Dating-Sache, sondern auch ein bisschen, man erfährt ein bisschen was. Na, da geht es dann um Kindersoldaten, die in Uganda halt sehr häufig waren, die irgendwie dazu gezwungen worden sind, ihre Eltern zu töten, damit sie halt nicht zurück ins Dorf können und etc. Also auch schon wirklich ernstere Themen werden da angesprochen. Oder dass das wichtigste Mittel in Afrika ist halt das Handy, weil die mit diesem Handy quasi ihren Familien über M-Passa, so eine bestimmte App oder ein bestimmtes Service, ihren Familien Geld schicken können. Weil ein Bankkonto können sie sich nicht leisten, Banküberweisung geht halt nicht oder nach Hause laufen wäre auch wieder würde zu lange dauern und Geld horten ist bei denen vielleicht auch nicht so die geilste Idee. Weswegen das ein ziemlicher guter Schritt war für die. Also man erfährt neben dem ganzen Dating-Scheiß auch nochmal ein bisschen was über das Land und das finde ich eigentlich relativ cool. Es ist eh krass, was hier alles so für asiatische Serien und so durch Netflix kommen. Finde ich aber cool, weil wie gesagt, dadurch haben wir auch so ein, zwei gute Filme gesehen, die wir ansonsten nie gesehen hätten. Also ich finde ja echt bei Netflix,
dadurch, dass sie halt jetzt nicht mehr so viel von Verleihern bekommen, weil die halt alle ihren eigenen Streaming-Dienst haben, dass die halt auf Eigenproduktion gehen, aber dafür auch ein gutes Händchen haben. Ne, die machen da wirklich durch die Bank weg. Dann hast du eine italienische Komödie, da hast du einen asiatischen Horrorfilm, dann hast du da mal was aus Spanien, was aus Schweden, was aus Norwegen, was weiß ich. Also die versuchen schon international verschiedene Genres halt zu bedienen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich muss sagen, was ich diese Woche hauptsächlich außer Zocken gemacht habe, war auch eine asiatische Serie fertig zu gucken, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Und zwar habe ich Hellbound, die erste Staffel, komplett durchgeguckt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten jetzt. Ich fand das schon interessant. Und die Serie hat interessante Wendungen drin. Und sie hat nur 6 Folgen, die erste Staffel. Ich muss jetzt aber hinterher schon wieder sagen, so in den 6 Stunden, wo ich das geguckt hätte, hätte ich halt auch 3 geile Filme gucken können. Und da muss ich dann sagen, wenn ich das so miteinander vergleiche, lohnen sich, glaube ich, 3 geile Filme mehr als Hellbound. Wobei ich die Serie echt ganz gut fand. Also die war jetzt nicht scheiße, aber ich habe wieder festgestellt, Serien, das ist mir einfach teilweise zu lang gezogen. Ja. Wobei ich Hellbound trotzdem, wenn man gerne Serien guckt und auch gerne asiatische Serien guckt, schon empfehlen kann. Also ich kann dir auch empfehlen, die zu gucken. Dann können wir vielleicht mal so inhaltlich drauf eingehen, weil ich will dich jetzt nicht spoilern. Mhm. Du hast die ja auch auf der Liste. Mhm. Kann man empfehlen, aber jetzt ist es auch wieder so, jetzt muss ich irgendwie warten, bis die zweite Staffel kommt und wahrscheinlich, wenn das dann der Fall ist in 1 oder 2 Jahren, habe ich schon wieder alles vergessen, was in der ersten Staffel passiert ist. Das ist immer so das Riesenrisiko bei so Produktionen von Serien, weil die hauen die ja wirklich aus dem Fließband raus und Netflix guckt halt, okay, was ist erfolgreich, was nicht erfolgreich und was nicht die Zahlen bringt, die Netflix ganz gerne hätte, dann ist es halt nach der ersten Staffel auch vorbei. Ja. Wie jetzt Cowboy Bebop, einfach batz und nö, da machen wir jetzt keine zweite fertig. Und damit, die hatten auch einen riesen Cliffhanger, glaube ich. Ich habe es noch nicht fertig geguckt. Ich fange immer Serien an und gucke die nicht fertig. Aber das wurde schon mal angeteasert, dass es halt einen Cliffhanger hat. Und jetzt musst du halt die Anime-Serie gucken oder was weiß ich, um zu wissen, wie es da vielleicht weitergeht. Ja, aber guck, genau so geht es mir auch. Ich habe so viele Serien angefangen und nicht fertig geguckt. Und ich muss einfach wirklich dann sagen, für mich lohnen sich Filme mehr. Weil Filme auch einfach, die haben einen klaren Handlungsbogen und beim Film ist es halt auch mal so, bei einem Film sage ich durchaus auch mal so, ja okay, die erste Hälfte hat mir jetzt nicht so gut gefallen, ich gucke ihn aber trotzdem bis zu Ende und dann passiert das Ende und du denkst ja auf einmal so, ja voll geil, aber bei einer Serie würde ich das nie mitkriegen, weil wenn ich bei Folge 4 von 8 sage, ja ist scheiße, würde ich das ja nicht zu Ende gucken, obwohl da vielleicht auch hinten dran ein geiler Twist kommt, der alles nochmal in einem anderen Licht erscheinen lässt und wo ich dann sage, boah, was sie mir da erzählt haben, war geil, aber das kriege ich bei einer Serie halt nicht mit, weil sie halt so lang ist und ich nicht 8 Stunden reinbutter, wenn ich schon weiß, es gefällt mir gerade nicht. Ja, es ist Soul als Serie, wär's da raus gewesen. Ja, wahrscheinlich. Da hätte ich die ersten 2 Folgen gesehen, dann hätte ich gesehen, wie sie da den Exorzisten im Bett macht und hätte gesagt, nee, Alter, ganz ehrlich, keinen Bock drauf auf den Scheiß. Und hätte halt alles Geniale verpasst, was dann hinten raus passiert ist. Das ist halt immer das Risiko. Aber ich muss auch gestehen, ich habe einige Serien angefangen und dann einfach nicht mehr beendet, weil sie mich nicht zu sehr interessiert haben. Oder, was halt auch nicht das Problem ist von Netflix, du hast halt dieses mega Überangebot. Das ist okay, ja, dann kommt das. Okay, dann guckst du jetzt den Witcher. Okay, wenn der Witcher fertig ist, da kommt ja schon der Nächste. Und da kommt noch Lost in Space, habe ich auch nur die erste Folge bisher gesehen, obwohl ich mich die ganze Zeit darauf gefreut habe, dass es endlich weitergeht. Du kommst halt zu nichts, weil dann fängst du das an und dann schlägt dir Netflix irgendwie eine japanische Dating-Show vor und dann ist sowieso da rum. Und dann guckst du die halt erstmal. Du, also, schwierig. Ich habe es diese Woche auch wieder krass gemerkt. Es ist für mich echt so, ich habe Netflix und dann habe ich eine Auswahl von 5 Trilliarden Sachen und gucke einfach nichts. Und wenn ich mein Blu-ray-Regal hier habe, dann gucke ich aber auch jeden Tag einen Film davon, weil dann da irgendwie ein anderer Bezug dazu da ist. Ja, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, nächste Woche gucke ich jeden Tag einen Film aus meiner Sammlung.
ist jetzt mein Ziel. Also nächster Podcast könnte wieder ein bisschen ausschweifender werden. Okay, ja, bei mir nicht, obwohl ich weiß gar nicht, wie ich dazu kommen werde, irgendwelche Filme zu gucken. Diese Woche habe ich nämlich nur einen Film geguckt, nämlich Card Counter. Der lief in der Sneak Preview. Ich weiß gar nicht, wann der rauskommt. Ich glaube, der kommt erst im März oder sowas raus. Ey, ich habe den Trailer gesehen. Der ist ja mit Oscar Isaac, den ich übelst geil fand. Genau. Und ich fand den Trailer richtig geil. Und ich habe eure Bewertung bei der Sneak gesehen und habe mir gedacht so, oh nee, das kann doch nicht sein. Das war so ein geiler Trailer mit Oscar Isaac. Ja, aber gute Schauspieler machen noch lange keinen guten Film. Ich fand halt auch eher so ein bisschen semi. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er scheiße war. Also er startet am 3. März in Kino. Also haben wir noch ein bisschen Zeit für. Aber boah, es geht halt um einen Typen. Wie heißt der? William Tell heißt er, glaube ich. Der sich im Knast quasi das Kartenzählen beigebracht hat, damit er dann quasi nachdem er entlassen worden ist, geht er durch die Casinos, tingelt er durch das Land und zockt da so ein bisschen bei Blackjack und sowas mit. Und dann kommt dann halt irgendwann so ein Junge auf ihn zu und sagt hier, da ist hier dieser Aufseher quasi von diesem Knast. Der ist jetzt nicht mehr Aufseher vom Knast, sondern ist jetzt irgendwie so ein Sicherheitsberater und ich weiß, wo der ist. Und der hat irgendwie meinen Vater irgendwie schlecht beeinflusst etc. Und ich möchte mich jetzt an den rächen und ich weiß natürlich, dass du auch unter ihm gelitten hast. Deswegen wollen wir uns nicht zusammentun quasi, um den jetzt um die Ecke zu bringen. Und ja, Oscar Isaac, beziehungsweise hier diesen William, der sagt dann natürlich so, okay, nee, will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich das ruhen lassen und ich möchte ihn quasi auch so ein bisschen bekehren, dass er quasi von seinen Vorhaben ein bisschen absieht. Klingt erstmal ganz cool, aber es ist halt teilweise ziemlich lame auch gedreht und geschnitten, würde ich mal sagen. Und ich würde fast sagen, wir haben irgendwie eine geschnittene Fassung bekommen, weil die Szenen, wo es halt wirklich rabiat mal zur Sache ging, also wo wirklich mal Prügelei und sowas war, da hast du halt nichts gesehen. Ich weiß auch gar nicht, was für ein FSK der hat. Bisher noch keine FSK. Okay, läuft. Weiß nicht. Also ich fand ihn dann halt eher ein bisschen semi. Ich fand die Idee nicht verkehrt, aber er war halt dann doch ein bisschen zu lahm dann erzählt, die ganze Story. Ich gucke gerade mal, was hier so online darüber steht. Ja, kann natürlich sein, dass alle anderen sagen so, boah, der Megafilm und guckt ihn euch unbedingt an, aber ich fand ihn halt eher so semi. Der Film arbeitet mit den Traumata des Krieges. Ich meine, ich finde es ja interessant, dass die Hauptfigur William Tell heißt, weil da muss ich irgendwie an Wilhelm Tell denken. Mhm. Hat er irgendwie im Apfel vom Kopf geschossen? Nein. Interessant, weil, also da interessiert mich jetzt schon wieder, ob es da irgendwie eine Verbindung gibt zwischen der Geschichte von Wilhelm Tell und diesem Film. Also ich werde ihn mir sicherlich angucken, weil ich muss sagen, ich bin einfach ein Fan von Oscar Isaac. Ich fand den auch wieder bei Dune. Ich fand das, der hat mit die besten Szenen für mich gehabt. Gerade auch so dieses Zusammenspiel mit ihm als Vater von Timothée Chalamet, wenn die beiden sich da so unterhalten und er ist halt wirklich so ein sehr netter, wertschätzender Vater und so, fand ich alles geil. Und ich werde den alleine schon wegen Oscar Isaac holen. Jetzt muss ich wieder überlegen, weil ich glaube, Oscar Isaac hat mir irgendwo bei so ein Rätsel gehabt, wo ich nicht wusste, wer das ist. War das nicht der Typ aus Star Wars, der hier den Poe spielt? Poe Dameron. Ah, ja. Siehst du. Wow, da habe ich doch noch ein bisschen was zusammengefriemelt in meinem kleinen Gehirn. Er spielt auch den Erfinder von dem Roboter bei Ex Machina. Da sieht er halt komplett anders aus. Okay, ja, manche Schauspieler können sich halt echt super wandeln. Da habe ich das letzte erstmal wieder so einen Zusammenschnitt gesehen von Christian Bale quasi, wo sie mal gesagt haben, so okay, jetzt hat er erst den Machinist gemacht, dann hat er Batman gemacht, dann hat er wieder das gemacht. Der ist ja ständig rauf und runter mit seinem Gewicht. Dann war er irgendwie wieder so ein Fettsack in irgendwie so einen anderen Typ, in so einen anderen Film. Echt hart. Also das muss ich auch echt sagen, der hat ja Dick Cheney gespielt in diesem Vice, der zweite Mann, der halt auch so ein dicker Typ war. Mhm. Und Christian Bale hat sich da so fett gemümmelt und du hast den kaum wiedererkannt. Das war schon echt krass, muss ich sagen. Und ein Jahr später spielt er wieder irgendwie so einen Actionfilm mit und ist hier durchtrainiert wie sonst was. Das kann auch nicht gesund sein. Nee, ist es definitiv auch nicht. Aber hey, was tut man nicht alles für die Karriere? Ich meine, da gibt es ja so einige, die sich kaputt machen, wissentlich kaputt machen. Ich glaube, jeder Fußballspieler weiß, dass er später irgendwie Probleme haben wird mit Knie und Füße, was weiß ich.
Oder gut, Ballett ist mal, auch so ein Ding. Ganz ehrlich, machst du die Füße auch kaputt. Ich sag mal so, wenn ich jetzt Fußballspieler wäre, dann würde ich sagen, ja, scheiß auf die Knie. Ich habe dann halt eine Villa und einen Ferrari und einen, der mich durch die Gegend schieben kann. Aber ist es das wert? Ist halt die Frage. Ist das wirklich wert, dass man sagt, okay, ich setze meine Gesundheit ein, damit ich dann später reich und berühmt bin, aber zumindest reich bin? Ja, wobei ganz ehrlich, Franz Beckenbauer sitzt jetzt auch nicht im Rollstuhl, ne? Und der hat früher auch Fußball gespielt oder Oliver Kahn. Ja, ja, okay. Obwohl Oliver Kahn ist nicht so viel gerannt. Das stimmt. Der stand dann eher wie die Mauer im Tor, der hat die Bälle gehalten. Der hatte eher Bluthochdruck wegen Ausraster. Ach Gott, ich vermisse ihn ein bisschen. Ah. Ich habe keine Ahnung, wer überhaupt bei uns gerade im Tor steht. Ich habe keine Ahnung. Emanuel Neuer natürlich. Immer noch. Ja. Ich dachte, der wäre auch schon wieder raus. Nee, der macht noch. Ja, siehst du. So, okay. Und das wäre das alles, was ich diese Woche gesehen habe. Was ich sehen wollte und verpasst habe, war The Kingsman, The Beginning. Werde ich mir vielleicht mal nächste Woche angucken, aber da gehen die Kritiken aber auch schon wieder ganz schön krass auseinander. Boah, es gibt einige, die sagen so, der ist mega geil, und die anderen sagen so, boah, das ist der größte Rotz aller Zeiten. Hast du die Kritik von David Hein zufällig gesehen? Weil der hat ein 10-Minuten-Video darüber gemacht, was das für eine Scheiße ist. Ja. Tja, ist halt immer so die Frage. Ich habe auch die anderen zwei vorher nicht gesehen. Vielleicht ist es nur mal so ein anderes Ding, wenn man die halt schon kennt und dann den Film sieht, als wenn man direkt damit einsteigt. Ich meine, man kann ja direkt mit einsteigen, ist eine Vorgeschichte. Ich denke nicht, dass man jetzt so viel Vorwissen braucht, aber es macht vielleicht doch nochmal was anders, als wenn man da direkt einsteigt. Ich muss sagen, ich habe die anderen auch nicht gesehen, aber irgendwie hat Kingsman mich jetzt auch noch nie so mega vom Hocker gerissen. Also das war sowas, du weißt halt, es existiert, und dann kommt irgendwie nochmal der zweite Teil raus und du denkst dir so, ja, eigentlich könntest du mal irgendwie den ersten gucken. Aber das soll ja auch alles so ein bisschen drüber sein, weißt du? Und das, weiß ich nicht. Also vielleicht würde ich da eher nochmal James Bond nachholen, anstatt das zu gucken. Boah, ich weiß nicht, James Bond interessiert mich halt genauso wenig. Ich weiß nicht, so Agentenfilme sind nicht meins. Mission Impossible gucke ich mir vielleicht am ehesten auch an, aber selbst da habe ich die auch letzten zwei, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der letzte Mission Impossible, den ich geguckt habe, war Mission Impossible 2. Okay, wobei, das ist schon, das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, ich habe irgendwann mal Phantomprotokoll, heißt der, glaube ich. Den habe ich irgendwann mal geguckt. Ihr habt den vierten Teil, haben die ja irgendwie angefangen, dass es auch so ein bisschen zusammenhängender ist. Hm. Die ersten drei waren ja noch relativ eigenständig gewesen jeweils, und ich glaube, ab den vierten hängt, glaube ich, auch nur ein Regisseur dahinter oder sowas, oder zumindest ein Team dahinter, was dann halt die Filme macht. Und Tom Cruise macht ja so jeden Scheiß mit. Also, dass der Typ überhaupt noch lebt, ist auch so ein Ding. So ähnlich wie Jackie Chan, wo du auch denkst, so, ey, der haut sich so auf die Birne an oder macht irgendwelche Unfälle oder kassiert halt irgendwie irgendwelche Schläge ein oder sonst was. Der musste auch schon fast jeden Knochen im Körper gebrochen haben. Und dann siehst du irgendwelche Videos, wie Tom Cruise quasi von einer Hauswand zur anderen springt, da irgendwie halbwegs abrutscht und sich erstmal schön den Fuß bricht oder sowas. Und dann noch weiter rennt. Und dann noch weiter rennt. Da denkst du auch so, Alter, also der Typ ist schon ziemlich krass drauf. Dann macht er irgendwie zwei Wochen Pause und dann macht er den nächsten Stunt. Also es ist übel. Wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass Tom Cruise und seine Filme so beliebt sind, weil man denen irgendwie so eine gewisse Echtheit aber auch ansieht. Hm. Wobei man natürlich sagen muss, dass seine Einstellung, sagen wir mal, dass Scientology etc., ist halt immer so die Frage, möchte man das alles dann in einen Topf werfen oder sagt man einfach so, okay, ich mag halt Tom Cruise als Schauspieler und was er privat macht, ist halt Kacke. Du, das ist ja die ewige Streitfrage. Kunst vom Künstler trennen. Ich bin ja klar dafür. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo anders gesagt. Ich finde, American Beauty ist ein großartiger Film mit Kevin Spacey in der Hauptrolle. Aber wenn ich den Film sehe, dann sehe ich die Rolle. Und das, was die Rolle dadurch lebt und das, was es großartig macht, ist natürlich in gewisser Art und Weise auch Kevin Spaceys Schauspiel. Aber wenn du einen Film guckst, hockst du ja nicht die ganze Zeit da und denkst dir, ja, das ist Kevin Spacey, sondern du verfolgst ja das, was der Figur passiert, und das finde ich großartig. Und es wäre ein herber Verlust, American Beauty nicht mehr zu gucken.
Und dann sage ich lieber, ja, Kevin Spacey mag halt ein Assi sein. Aber das ist jetzt für mich, für den Filmgenuss, unerheblich. Der hat halt tolle Filme gemacht, die ich auch immer noch gerne gucke. Aber nicht jetzt, um Kevin Spacey zu huldigen, der ja offensichtlich ein Arschloch ist, sondern halt, um mir einen wirklich tollen Film anzugucken. Ja, na gut, aber da ein Arschloch ist, kriegt er halt keine Rollen mehr und dann gibt es nichts mehr mit neuen Filmen. Ich würde auch sagen, das ist auch durchaus eher vertretbar, als dann halt die alten Filme zu verbrennen oder was auch immer. Das stimmt wohl. Guck mal, auch da, es wird ja, aber ne, es wird ja da mit unterschiedlichem Maß auch gemessen. Wie gesagt, was Tom Cruise da macht, da könnte man ja auch sagen, warum kriegt denn Tom Cruise noch irgendwo eine Rolle? Weil er seine Filme selbst macht. Da ja, muss ja keine großartigen Fragen, der wird ja nicht angeheuert, der macht die ja selbst. Meinst du, er hat so seine Filme auch selber produziert? Boah, ich weiß nicht, also er hängt da bestimmt, also mindestens bei Mission Impossible hängt er gut noch mit drin. Ja, das glaube ich auch, aber sowas wie Edge of Tomorrow hätte ich jetzt tatsächlich gedacht. Ja, okay, weiß ich nicht, ob er da mit drin hängt, aber... Ja, naja, vielleicht ist Scientology sein, also in einer Sekte zu sein, noch nicht so schlimm wie jetzt, was weiß ich, Gewalt gegen Frauen bei anderen oder was die anderen halt, die halt ist, haben leisten lassen. Geleistet haben. Oh Gott, mein Deutsch ist heute wieder richtig gut. Ja, okay, ja, der steckt sogar schon als Produzent ab Mission Impossible dem ersten Teil da mit drin. Hm. Last Samurai hat er auch mitproduziert. Ja, aber tatsächlich Edge of Tomorrow nicht. Und Barry Seal nicht und die Mumie nicht. Oblivion nicht. Der macht aber auch gar nicht so viel, wie man immer den Eindruck hat, ne? Naja gut, jetzt wurde natürlich auch noch einiges verschoben. Das heißt, dieses Jahr bekommen wir dann endlich mal Top Gun 2, wo er wahrscheinlich auch nicht, weiß ich nicht, ob er da mit drin hängt bei Top Gun. Ey, da frage ich mich ja auch, was das werden soll. Weil dieses, was bei Top Gun 1 ist, dieses übelst übertriebene, ja, hurra, Amerika und wir sind die Helden und bla bla bla, das kann heute nicht mehr so ziehen wie damals. Also wenn sie den Film so aufziehen wie den ersten Teil, das kann nicht funktionieren, wenn du mich fragst. Ach, bei den Amis geht das immer. Hurra, Amerika geht bei den Amis immer. Guck doch die ganzen Michael Bay-Filme an, die sind auch alle Hurra, Amerika. Ja, aber Top Gun ist ja nochmal eine Nummer krasser, weil da geht es ja nur, es geht ja nur um Hurra Amerika. Das kommt ja bei Michael Bay immer so am Rande vor, aber Top Gun ist so, ja, eigentlich pro-Militär. Da, wenn man in Deutschland den Film machen würde, würden die Leute wahrscheinlich auf Barrikaden gehen. Propaganda. Ja, keine Ahnung. Also bisher hat man ja auch einen Trailer gesehen. Ich weiß nicht, ob die da ein bisschen geerdeter jetzt sind oder trotzdem noch sagen, ja, hurra Amerika und die amerikanischen Leute, die gucken sich das an und der Rest ist uns egal. Was ich halt fancy finde, ist, dass Tom Cruise selber ein Jet geflogen ist dafür. Also auch da hat er ja wieder einiges in die Waagschale geworfen. Der Typ, der macht so vieles, das ist der Hammer. Der kann wahrscheinlich auch vieles. Ich glaube, der hat Führerschein für fast alles. Wahrscheinlich. Also ist echt ein interessanter Typ, auch wenn man jetzt hier Scientology echt kritisch gegenüberstehen sollte, müsste man auch das von Tom Cruise seinem Werk trennen. Hm. Ich meine, ich würde mir den jetzt auch nicht auf eine Party einladen, damit er mich dann mit irgendeinem Scientology-Scheiß volllabern kann, aber seine Filme gucke ich mir halt trotzdem an. Ja. Ja. Was ich jetzt heute noch gelesen habe, was ich auch ein bisschen befremdlich finde, ist, dass Disney sich dazu entschieden hat, den nächsten Pixar-Film namens Rot gar nicht mehr ins Kino zu bringen, sondern direkt auf Disney Plus rauszukloppen. Und zwar als ja, Standard, noch nicht mal als Premium, sondern einfach so, okay, ist ab dem Tag quasi im Abo drin und Dankeschön. Und das finde ich eigentlich schon schade, weil gerade die Pixar-Filme sind ja schon hochwertige Produktionen. Das ist jetzt nichts Kleines, wo du sagst, okay, ja, da kannst du auch auf den Streamingdienst bringen. Das muss nicht unbedingt ins Kino. Das ist halt echt schade. Und war beim letzten Pixar-Film eigentlich schon so gewesen, dass irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber The irgendeiner Soul, von, oder nicht? Ja, war aber ich weiß auch nicht, wer von Pixar das war. Der hat dann auch gesagt, so, ich finde es eigentlich irgendwie schon schade, dass unsere Filme so abgewertet werden. Weil The Soul und Luca, das waren ja die nächsten zwei Pixar-Filme, die jetzt wegen der Pandemie halt nicht ins Kino kam, sondern auf Disney Plus, das ist vertretbar.
Aber da haben die auch gesagt, okay, so andere Filme, die kommen dann halt erstmal als Premium-Version quasi raus, die halt ein bisschen kosten, wie Mulan oder etc. Und unser wird halt direkt so rausgekloppt, so ist ja, als ob es nichts wert wäre. Ja, wahrscheinlich erwartet Disney nicht, dass sich das so viele dann dafür 21,99 raushauen. Ja, aber ganz ehrlich, oder geben es halt so raus, ist halt schon schade. Ich meine, Pixar ist ja immer noch ein Name und man muss halt auch wirklich sagen, Pixar hat bisher für mich noch keinen richtigen Fehltritt geleistet. Wenn ich Pixar sehe, weiß ich eigentlich, das ist ein Qualitätsprodukt. Ja, ich fand Arlo und Spot war ein bisschen langweilig und zu sehr kindlich, aber schlecht trotzdem war er nicht scheiße, genau. Ja. Ist vielleicht jetzt nicht für uns gemacht, aber vielleicht noch ein bisschen zu sehr für die Kleinen dann, aber ansonsten, was du so von Pixar kennst, Ratatouille oder Findet Nemo, ich meine, so ein Cars ist jetzt auch nicht unbedingt mein Top-Film, weil mit Autos habe ich jetzt auch nicht so viel damit zu tun, aber man muss halt sagen, es ist ein guter Film. Habe ich noch nie gesehen, Cars. Also bei Pixar habe ich relativ viele Lücken, muss ich sagen. Ich meine, ich habe sogar The Soul im Steelbook hier stehen und noch nicht geguckt. Also Film. Ja, aber das ist irgendwie schon wieder, ich weiß nicht, in letzter Zeit habe ich es eher mit Gewalt irgendwie. Alles, was ich geguckt habe, war so eher actionreich und gewalttätig. Ja gut, also Gewalt ist bei Pixar eher schlecht. Also es gab mal so einen Aufschrei quasi, wo es bei Oben Blut gab. Da war schon so, boah, es gibt Blut bei einem Pixar-Film, wo er halt irgendein vermöbelt mit seinem Stock und dann wird mal kurz gezeigt, okay, ja, der tropfte irgendwie aus der Nase. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendwie nur eine kleine Lappalie. Da war aber schon so, oh mein Gott, bei Pixar-Filmen gibt es Blut. Ich verstehe es halt so irgendwie nicht. Die Disney-Produktion, hier Encanto oder sowas, die bringen es ins Kino. Läuft auch gar nicht mal so verkehrt, aber Pixar. Aber Encanto ist auch schon auf Disney Plus einfach so verfügbar. Ja, aber erst später. Ich glaube, der kam irgendwie in Oktober, November ins Kino und dann ab Dezember quasi auf Disney Plus. Also da haben sie natürlich auch ein relativ kurzes Zeitfenster gehabt, aber zumindest gab es den überhaupt noch irgendwie im Kino und der wird ja komplett gar nicht laufen. Das verstehe ich eigentlich. Warum tun sie es nicht zumindest parallel rausbringen? Meinen die wirklich, dass die, ich meine, ist ja mittlerweile digital alles. Du musst ja jetzt nicht mehr die Filmbänder irgendwie produzieren, die scheißen teuer sind, sondern packst einfach den Film auf eine Festplatte, schippst die zum Kino und gut ist. Ja, aber vielleicht will man sich den Aufwand gar nicht mehr machen, ja. Ja, gut, aber das heißt ja eigentlich wieder so, okay, der Film ist es nicht wert. Was ich eigentlich schade finde, weil das ist... Du, die, wahrscheinlich rechnen die sich das irgendwie durch, keine Ahnung. Irgendeiner sitzt ja da, das sind ja Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, da sitzt ja dann irgendwie einer und rechnet durch, okay, wenn wir das jetzt ins Kino bringen, dann verursacht das die und die Kosten. Corona-Pandemie eingerechnet, gibt es den und den Ertrag. Oder wir knallen es direkt auf Disney Plus und gehen davon aus, dass das XY-Anzahl an Abonnementen findet oder was auch immer. Und dann kommst du in der Summe darauf, dass es sich eher lohnt, den auf Disney Plus rauszuhauen. Alles andere wäre ja für ein Wirtschaftsunternehmen dämlich. Also wenn die jetzt davon ausgehen würden, dass sie im Kino mehr damit verdienen können, würden sie sicherlich im Kino rausbringen. Aber offensichtlich sind sie der Meinung, der Ertrag ist bei Disney Plus größer. Warum auch immer das so ist. Ich finde es jedenfalls schade. Ich fand den Trailer auch ganz gut. Aber ich bin auch so, ich wäre da nicht ins Kino für gegangen. Ich gehe ja eh relativ selten ins Kino. Ich muss sagen, ich habe es bei, da haben wir letztes Mal gar nicht drüber gesprochen, aber ich habe es bei Spider-Man No Way Home wieder gemerkt, das Problem am Kino sind die anderen Menschen da. Die gehen mir echt auf den Zeiger. Weißt du, so schräg hinten rechts hinter mir saßen wieder so zwei, ich glaube, ein jüngeres Mädel und ihr Macker. Und die haben die ganze Zeit, die konnten keine 5 Minuten die Schnauze halten. Ich meine, Spider-Man ist jetzt glücklicherweise ja ein Film, der relativ laut ist. Also da passiert relativ viel. Aber in einem Drama, da wäre mir echt der Kragen geplatzt. Wobei, da wären die Leute wahrscheinlich nicht reingegangen. Aber ich finde das so ungehobelt, ins Kino zu gehen und dann einfach 2,5 Stunden nicht die Schnauze halten zu können. Das macht mich echt wahnsinnig. Und da merke ich dann wieder, ich mag es zu Hause mehr. Also zu Hause ist es einfach für den Fokus auf den Film irgendwie schöner für mich als im Kino. Ja, aber mit deinem Stereo-Sound und wie viel Zoll hast du? 65.
65, okay, das ist schon ordentlich, aber dann Stereo, es ist halt so eine Diskrepanz, da kommt ja nicht so ein richtiges Kino-Feeling auf. Okay, du kannst den Film gucken, wenn du Dramen guckst, ist das egal, ob du den Surround guckst oder nicht, aber wenn du gerade einen Action-Film guckst, sowas wie Spider-Man, das nur ein Stereo, finde ich halt, beschneidet den Film. Das ist bei Dune genauso, keine Ahnung, wie man den in Stereo gucken kann. Ja, aber da sage ich dir ja wieder, ich will ja sehen, was in dem Film passiert und ich gehe nicht ins Kino, damit die Wände wackeln, wenn irgendeine Action-Szene passiert. Also das ist überhaupt nicht meine Prämisse, wie ich an Film rangehe, sondern mich interessiert der Inhalt. Und ob der Inhalt jetzt in 5.1 oder in Stereo ist, das ist ja Schnurz, weil der Inhalt muss gut sein. Und es ist halt nicht gut, wenn mir wie bei Tenet die Ohren wegfliegen im Kino. Dann gehe ich ja nicht raus und sage, ja, Handlung fand ich jetzt so lala, aber da sind mir richtig geil die Ohren weggeflogen. Das ist ein Top-Film. Ja, aber gerade so bei so einem Actionfilm, für eine Immersion, ist es doch besser, wenn man dann so Surround Sound hat, als so eine Stereo. Es geht auch ein bisschen um das in diesen Film hineingezogen werden. Ich glaube, ich bin eher ein visueller Typ. Also die Bilder sind mir wichtiger als der Ton, muss ich sagen. Okay. Ich will das Gesamtpaket. Ich will ein gutes Bild und ich will einen geilen Sound haben. Gut, bei mir zu Hause macht Atmos keinen Sinn, weil das ist einfach zu klein, der Raum dafür. Da brauchst du keinen Atmos zu bauen. Aber Surround ist schon gegeben. Du, ich würde mir ja auch eine gute oder eine bessere Soundgeschichte dahin basteln. Nur nicht, solange ich in einem Mietshaus wohne, wo oben, unten, rechts und links Nachbarn dran sind. Weil dann muss ich sie am Ende wieder so leise machen, dann kann ich es auch mit dem normalen Lautsprecher hören. Okay. Also ich belästige ungern andere. Der japanische Weg, sehr gut. Es macht mich dann immer umso aggressiver, wenn andere mich belästigen. Also wenn ich dann was durch die Wand höre, das kann ich auch nicht gut haben. Ja, aber das ist wirklich so ein Grund dafür, warum SingStar in Japan eigentlich absolut nicht, ist unbekannt. Bei uns ist es ein Riesenhit, SingStar. In Japan spielt das keine Sau, weil die spielen das nicht zu Hause, weil da würden sie die Nachbarn nerven, das ist schlecht. Die bumsen doch noch nicht mal zu Hause, hast du mir das nicht erzählt? Ja, ja gut, die haben halt, ja, je nachdem, ob sie Nachbarn haben oder nicht, also wenn du jetzt natürlich ein Familienhaus hast, wo du alleine bist, dann ist es wahrscheinlich eher egal, aber wenn du natürlich in so einem Mietshaus wohnst, vermeiden das wahrscheinlich eher. Kann ich jetzt natürlich nicht für jeden Japaner jetzt erzählen, aber es gibt natürlich diese Institutionen, diese Love-Hotels quasi, die einfach dafür gemacht sind, dass du da halt, das Stundenhotel halt, dass du da hingehst. Und da die halt immer noch gut florieren, würde ich mal sagen, dass sie auch noch genutzt werden. Oh, sicherlich, gut. Der Wohnraum gerade im Großraum Tokio ist ja auch hart umkämpft und sehr zugepflastert. Die haben doch auch viel kleinere Wohnungen als wir hier in Europa, ja, oder nicht? Holla, und da habe ich jetzt erfahren, so, okay, das liegt auch daran, dass die Grundstückspreise auch noch scheißen teuer sind bei denen. Selbst wenn du ein Haus hast, dann baust du eher in die Höhe als in die Breite. Warst du schon mal bei einem Japaner zu Hause? Nein, das ist, das kommt zu schnell nicht vor. Weil Japaner treffen sich gerne mit dir zum Essen etc., aber zu Hause eingeladen zu werden, da musst du schon ein sehr, sehr guter Freund sein. Seit 20 Jahren befreundet. Ja, es ist so ähnlich. Oder man muss sich halt sehr, sehr gut kennen. Und ich habe halt eher so in Japan halt eher Bekanntschaften. Weißt du, die treffe ich dann so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wenn ich mal da bin. Aber nicht, dass ich so sagen würde, okay, wir sind so eng miteinander, dass wir uns zwischendrin noch schreiben und was weiß ich machen. Und das sind wir halt nicht. Wir gehen dann immer gemeinsam essen, erzählen dann so, okay, was ist denn jetzt hier vorgefallen? Und dann ist gut. Auf Englisch dann oder können die Deutsch? Er kann lustigerweise Deutsch. Er ist aber so ein Riesenfan von deutscher Musik oder um hier runter Tarmusik etc. Der lernt ein bisschen Deutsch. Ist wirklich so hier. Diese Volksmusik, da steht er irgendwie voll drauf, keine Ahnung warum. Und ich kann halt ein bisschen Japanisch und dann treffen wir uns halt irgendwie so in der Mitte. Ach, witzig. Und der spielt dann auch immer im Übersetzer. Das letzte hat er halt zwei Damen noch mit dazu gehabt, also zwei Freundinnen mit noch dazu genommen und nochmal einen Kumpel dazu genommen. Also die Gruppe wird irgendwie komischerweise immer größer. Und da muss er schon teilweise so ein bisschen übersetzen. Aber das kriegt er ganz gut hin. Ansonsten, ja, cool. So eine Mischung aus Deutsch, Japanisch, Englisch, irgendwie kommt es oder nicht. Obwohl Englisch in Japan halt. Englisch in Japan ist halt.
wenn du irgendeinen haben willst, der Englisch mit dir spricht, geh zum Arzt. Ich glaube, das sind die einzigen, wo du sicher sein kannst, okay, der versteht zumindest ein bisschen was. Die Arzthelferin nicht, das kannst du knicken, die können da gar nichts. Aber zumindest der Arzt, der dich behandelt, der sollte durch sein Studium, ich meine, das ist ja ein hochgebildeter Mann dann oder hochgebildete Frau, die werden dann schon Englisch können. Was ist denn da, wenn man da den Notruf absetzt? Also jetzt mal blöd gesagt, in Deutschland, da kannst du ja erwarten, wenn du jetzt die 112 oder so anrufst, dass der im Notfall halt auch Englisch kann. Und in Japan sagen die dann auf Japanisch, ja sorry, ich verstehe kein Wort und legen auf, oder was? Ich muss gestehen, ich wüsste gerade nicht mehr die Notrufnummer in Japan. Ich weiß nicht, wie die ist. Ob das jetzt 110, 112, 118, keine Ahnung, was die dann nehmen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich würde mal davon ausgehen, dass die da schon auch jemanden haben, der Englisch kann. Oder zumindest, dass es eine Hotline gibt für Englischsprechende. Das gibt es ja auch einen Katastrophenfall, eine englische Hotline. Ne? Wenn du irgendwie so ein Erdbeben hast oder Tsunami-Warnung etc., da gibt es auch eine englische Hotline für. Warte, Japan. 119 ist... 119, siehst du. Feuerwehr und Notarzt und die Polizei ist 110, genauso wie hier. Ja, das ist so praktisch. Und ich kann mir vorstellen, da gibt es irgendwie eine Nummer für Ausländer oder die verweisen dich dann drauf und leiten dich weiter an irgendjemanden, der das kann. Das war nicht mal ganz witzig gewesen. Da kam ich relativ schnell eigentlich dann weiter. Und zwar war ich 2010 in Japan gewesen auf der Tokyo Game Show. Also die Games kommen quasi von Japan, wo es dann halt eher so um den japanischen Markt geht. Und da waren natürlich an den Kassen relativ gute Schlangen. Und die hatten extra eine Kasse gehabt für Ausländer, wo dann Kassierer saß, der dich abkassiert hat. Und daneben saß ein Übersetzer, der das quasi übersetzt hat. Wo ich mich frage, warum setzt du nicht den Übersetzer direkt an die Kasse und gut ist? Nee, die hat dann direkt zwei Leute da sitzen gehabt. Und ja, da kam ich halt relativ schnell durch, weil Ausländer gab es halt jetzt nicht so viele. Die meisten, die Ausländer waren, waren sowieso Presseleute dann, die schon vorher ihren Pass hatten und schon längst drauf waren. Und sagen wir mal, normale Besucher jetzt aus dem Ausland gab es halt nicht so viele und da kommst du halt recht schnell ran. Ach, schön. Ich muss sagen, Japan finde ich schon irgendwie ein faszinierendes Land. Vor allen Dingen auch, weil das alles so anders ist, als das, was man kennt. Wir fliegen mal zusammen hin und dann machen wir mal eine Sondersendung. Nerdfight in Japan. Und dann machen wir Shibuya unsicher oder hier Akihabara. Du, da müsste ich erstmal hart mit mir kämpfen, mich in ein Flugzeug zu bewegen und dann direkt irgendwie für 17 Stunden oder so. Nein. 11,5 Stunden brauchst du nur. Du willst, also ich würde einen Direktflug nehmen. Ich würde nicht jetzt hier wieder über Bangladesch oder sonst was fliegen. Du kannst natürlich mehrere Flüge haben, dann fliegst du halt, wir hatten mal gehabt über Holland, über Schiphol, über China, dann nach Japan. Und das ist eigentlich, das hat keinen Spaß gemacht. Deswegen, ich fliege eigentlich nur noch Direktflüge. Frankfurt rein, Haneda raus, also Tokio, Haneda raus und dann ist gut. Ja, trotzdem 11 Stunden ist schon krass. Ach, das geht ganz schnell. Das Geilste ist halt, wenn du mit der japanischen Airlines fliegst, dann kriegst du halt auch die ganzen tollen japanischen Filme da drauf. Gut, für dich ist das wieder kacke, weil die natürlich meistens keine Synchro haben, sondern Untertitel, aber ey. Ja, ich weiß nicht. Da gucke ich immer die ganzen... Pennst du nicht dann? Also versucht man dann nicht teilweise zu knacken? Ja, teilweise. Ich gucke erstmal die Filme, die mich interessieren. Ich gucke dann vorher schon mal immer so ein Bordprogramm, so okay, was spielen die denn? Okay, der neueste Detective Conan Film ist drauf. Das ist gut. Weil bei uns braucht halt immer ein Jahr länger. Also die bringen ja fast jährlich einen Detective Conan raus und bei uns braucht das immer ein Jahr, bis der dann bei uns draußen ist und da siehst du halt direkt. Auch nicht schlecht. Ich muss sagen, ich habe diese Woche noch eine Sache gemacht und zwar habe ich mir eine Nintendo Switch OLED gekauft und Pokémon. Strahlender OLED Diamant. Ja. Ach, das ist sogar ein Remake. Ja, das ganz Neue kommt ja erst Ende Januar raus. Das werde ich mir dann sicherlich auch nochmal holen, aber ich wollte jetzt erstmal das durchspielen, weil... Das Original war das erste auf dem DS und ich hatte damals keinen DS. Das heißt, es ist für mich jetzt quasi ein neues Spiel. Ja, und ich muss sagen, ich mag ja Pokémon. Also ich bin da schon irgendwie ein Fan von. Ich meine, mein
Das erste, was ich mit Gaming am Hut hatte, war ein Game Boy Color mit Pokémon die rote Edition. Das war das allererste, was ich irgendwie mit Gaming zu tun hatte. Pokémon Ich ist da glaube, das schon immer erste. irgendwie. Das erste Gaming, mit dem ich zu tun hatte, war, glaube ich, ein Atari VCS 2600. Und da gab es irgendwie so ein Spielmodul drauf, 36 Spiele in ein oder sowas. Und dann hat es da halt so tolle Spielchen wie, Pong. ja, Pong. Genau, Pong war dabei. Oder da gab es halt Snake, gab es da mit drauf. Und da gab es irgendwie so, da musstest du irgendwelche Kühe fangen. Da warst du so ein Reiter, der halt die ganze Zeit losgeritten ist. Und dann musst du halt die Kühe da irgendwie mit einem Lasso einfangen. Also wirklich banale Spielchen. Aber hey, damals hatte man nichts anderes. Und dann war das cool. Den ersten Gameboy, den ich hatte, war natürlich der uralt graue Gameboy mit Tetris. Das Mario. ist Achso, ich hätte halt jetzt gedacht Standard. Mario. Weil das Der war, glaube Tetris ich, ist halt. so. Also, ich weiß, ein Kumpel von mir, der hatte das Ding damals und da war halt immer das Mario, das Ding, was er dann immer gezockt hat. Ja, aber Tetris liegt halt immer bei. Tetris war halt das Spiel, was Nintendo immer zum Gameboy dabei gelegt hat. Und ich hatte natürlich auch Super Mario Land. Und Super Mario Land 2 und dann Wario Land und was ich, also die ganzen Super Mario-Spiele habe ich natürlich auch alle gespielt. Ich muss sagen, Aber. ich hab schon viel Zeit damals mit so den Nintendo-Spielen verbracht. Also ich weiß, dass das Spiel, was ich bestimmt mit am meisten gezockt habe, war Pokémon Silberne Edition. Gut, mal abgesehen von WoW. Ich glaube, ich habe in keinem Spiel so viel Zeit versenkt wie in WoW. Aber ansonsten war es dann halt Pokémon Silberne Edition oder was damals auf dem Game Boy Color auch mega geil war, das ging bei uns an der Schule auch übelst rum. Das war Dragon Ball Z Ultimate Super Saiyajin. Und das war so geil. Das war so ein rundenbasiertes Kartenkampfspiel, wo man die Dragon Okay. Ball Z-Story nachgespielt hat. Und das war übelst geil. Und du konntest dann beim zweiten Mal durchspielen halt alle Charaktere, die Gegner waren, irgendwie einsammeln und dann in dein Team packen. Weißt du, so beim ersten Durchgang war halt alles storymäßig. Dann warst du halt immer irgendwie Son Goku und Krillin im Team. Aber später konnte man dann halt im New Game Plus warst du dann halt auf einmal Cell und C17 und hast dann gegen Freezer gekämpft, so Ja, ungefähr. auch geil. Ah ja, Dragon Ball ist so eine Nummer. Das Ich ist so liebe Dragon Ball Z. neben One Piece, glaube ich, so das typischste japanischste, was Ja. du im Westen so kennst. Das stimmt. Ja, ich muss halt echt sagen, ich fand Dragon Ball Z schon immer, also ich fand das damals so geil. Das war auch wirklich so eine Serie. Die kam ja immer um 19:30 Uhr bei Zwei Folgen RTL hintereinander, 2. RTL 2. Genau. Und jeden Tag im Bus habe ich mit einem Kumpel von mir dann darüber geschnackt, was gestern in der Folge Dragon Ball Z passiert ist, weil das so eine geile Serie war. Teilweise ist da gar nicht so viel passiert. Wenn sie wieder so eine Fillerfolge Ja. hatten, wo sie einfach den ganzen Tag nur so sich gegenseitig anstarren quasi und irgendwelche Gedankenexperimente in ihrem Kopf durchgehen, was weiß ich. Oder ja, Son Goku ist halt wieder tot. Ja, der ist dann wieder hier bei Meister Kaio auf der Insel und trainiert wieder. Ey, wobei ich auch sagen muss, ich kannte ja erst die Serie und ich habe dann irgendwann mal den Manga gelesen und hatte dann immer das Gefühl, ja, da fehlt ja voll viel, weil diese ganzen Filler-Folgen ja im Manga nicht drin sind und man dann immer dachte so, ja, aber der hat doch noch voll viele Sachen auf dem Schlangenpfad gemacht und im Manga ist es halt so, er rennt halt los, läuft ein bisschen und kommt dann an und in der Serie fällt er aber irgendwie noch in die Hölle runter und trifft dann der alte Gegner und so, was halt alles dann überhaupt nicht stattfindet im Manga. Und da hatte ich Ja. dann eher das Gefühl, im Manga fehlt was. Ja, Fillerfolgen. Alles schöne, schöne Fillerfolgen. Ich glaube, bei One Piece gibt es auch x tausende Fillerfolgen, wie du Ja, auf sagst. jeden Fall. Okay, das ist inhaltlich eher, naja, Banane. Oder es wird halt alles so rausgezogen. Also ich weiß, es gibt bei Dragon Ball Z irgendeine Folge, da gibt es den Kampf gegen Cell, also dieses Turnier. Und es gibt eine Folge, in der stehen Cell und Son Gohan sich 25 Minuten gegenüber Ja, und die Cell passiert einfach labert ihn nichts. halt voll und Son Gohan schreit halt rum, weil er gerade Super Saiyajin Stufe 2 wird. Und that's it, mehr passiert nicht in der Ja, Folge. hat es aber öfters gehabt. Da denkst du so, oh, jetzt gibt es den Kampf heute. Und dann so, nee, die labern halt trotzdem erst einmal einen halben Tag durch die Gegend. Und der Kampf gibt es dann in der übernächsten Folge, was weiß ich. Aber ich fand das so geil. Also Dragon Ball Z ist, ich will auch immer noch mal hier Dragon Ball Z Kai, diese neu gestaltete Version gucken. Ja, weiß ich nicht. Also Dragon Ball GT hatte ich, glaube ich, mal ein, zwei Folgen gesehen. Ja, aber das weiß ich nicht, ob das so geil ist. Das hat, glaube ich, nicht so die besten Reputationen Ja. gekriegt.
Und bei Dragon Ball Super würde ich mir wahrscheinlich eher angucken, wenn es halt irgendwo mal streamen gäbe. Ich wollte gerade sagen, bei Dragon Ball Z Kai oder Dragon Ball Super ist es halt so, da musst du dir halt die Boxen kaufen, eine Box 50 Euro und es gibt 10, also kannst du erstmal 500 Euro ausgeben. Das ist es mir, tut mir leid, leider nicht leert. Also wenn es jetzt irgendwie auf einen Streamingdienst laufen würde, jetzt bei Crunchyroll, bei Wakanim, bei was auch immer, würde ich ja sagen, okay, cool, gucke ich mir an. Aber ich gebe dir jetzt nicht so viel Kohle aus für die Boxen und illegal gucken finde ich halt immer kacke, weil dann hast du irgendwelche Fans, Subs, Dubs, sonst irgendeinen Scheiß und dann sieht es teilweise auch noch kacke aus und ich will eigentlich auch die Macher unterstützen, das ist auch so eine Prämisse, dass du sagst, man will denen ja auch ein bisschen Geld zukommen lassen. Wobei ich schon sagen muss, ich glaube, ich werde das Geld für Dragon Ball Z Kai zumindest mal ausgeben, weil ich habe schon Bock, das nochmal so. Ja, Erinnerungen an die Kindheit, ne? Und ich stelle mir ja gerne schöne Editionen ins Regal. Ja, das habe ich gehört. Hast du denn Dragon Ball auch geguckt oder erst bei Set eingestiegen? Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich fand Dragon Ball mit dem kleinen Son Goku irgendwie mal blöd. Also ich fand das erst cool ab dem Moment, wo er erwachsen geworden ist. Ich habe die ein oder andere Sache gelesen. Ich habe bestimmt auch mal ein, zwei Folgen geguckt, aber ich fand das irgendwie nie so geil wie da, wo sie erwachsen waren. Und ich glaube, was man halt selber auch so als 14-Jähriger super geil fand oder was ich halt immer super geil fand, war dieses sich in Super Saiyajin verwandeln. Mhm. Also das fand ich halt immer übelst geil und das gibt es halt beim normalen Dragon Ball nicht. Ja, die Serie ist auch schon uralt, ey. Ja. Und damals habe ich halt wirklich mit Synchro geguckt und ich glaube, das ist auch eine der wenigen Serien, also japanischen Serien, wo ich sage, okay, das kann ich auch nochmal mit Synchro mir angucken, weil Tommy Morgenstern als Son Goku, das passt schon eher, weil in Originalen hat halt eine ältere Dame die ganzen Son Goku-Klang gesprochen und das ist dann halt, wenn man halt die Stimme von Tommy Morgenstern kennt, dann ein bisschen anstrengend. Mhm. Oh ja, obwohl ich ja sagen muss, den Trailer zu den neuen Filmen, da kriege ich jetzt schon das Kotzen, weil das ist halt 3D-CGI und das sieht aus wie ein schlecht gemachtes Videospiel und das ist nicht so cool. Du, mich würde das ja auch nochmal... Was fandest du komisch? Damals hier bei Dragon Ball, die erste Staffel quasi, in Deutschland, da hatten die komplett andere Mucke auch fürs Intro und sowas gepackt. Da hatten irgendwie so eine Techno-Mucke draufgekloppt und sowas. Und dann guckst du mir das Japanisch an und denkst du so, okay, das ist ja komplett anders. Mhm. Während bei Set schon ungefähr, ja, dasselbe Lied ist, was wir halt so vielleicht ein bisschen eingedeutscht haben, aber... Ich wollte gerade sagen, Schala, hey, Schala ist aber ein deutsches Lied gewesen, was da immer lief. Ja, ja, aber das gibt's auch in Japanisch. Das heißt auch Schala, hey, Schala, weil da gibt's halt keine Übersetzung. Aber der Rest halt dazu ist auf Japanisch dann. Ich muss auch sagen, ich fand damals immer das Intro von One Piece geil. Also das Deutsche. Da gab's ja auch dann ein eigengeschriebenes Lied. Irgendwann mit wir drehen uns immer südwärts, wenn es aus Norden weht oder so. Aber das fand ich auch immer geil. Ich muss auch sagen, One Piece wird mich auch noch mal reizen. Aber da schreckt's mich halt eher ab. Meine Zeit ist halt alles vom Anfang bis Alabasta. Und das sind halt im Manga irgendwie die ersten 23 Bände. Und danach bin ich dann ausgestiegen. Da geht's dann ja irgendwie auf diese Himmelsinsel und so. Du, keine Ahnung. Ich habe vereinzelt Folgen gesehen. Ich hab's nie wirklich verfolgt. Ich habe mal vereinzelte Folgen, wenn es halt mittags auf RTL 2 lief, ja, hast du mal eine Folge gesehen. Ähnlich wie Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Habe ich auch nie so komplett verfolgt, sondern halt immer so Einzelfolgen mitgekriegt. Aber ganz ehrlich, ich würde One Piece, wäre vielleicht interessant, ja, aber ich hätte jetzt keinen Bock, mich dahin zu setzen und 1000 Folgen durchzuroppen. Ja, das ist halt mein größtes Problem auch. Ich will schon mal wissen, wie es weitergeht, aber ich habe halt keinen Bock und ich habe auch schon so oft gelesen, dass es bei One Piece halt auch die Qualität sehr abgenommen hat. Also das ist ja auch das, was mich zum Beispiel bei Fairy Tail so genervt hat. Das habe ich ja auch mal angefangen. Du merkst halt, die produzieren einen sehr langen Anime mit sehr vielen Folgen. Und ich habe das Gefühl, dann hast du immer umso mehr so Standbildergeschichten. Weißt du, wo du dann halt so 10 Minuten bewegen sich die Figuren quasi nicht, sondern nur ihre Münder. Und das finde ich dann immer ein bisschen scheiße. Und das soll bei One Piece jetzt gegen Ende auch extrem geworden sein. Ja, kann ich nicht beurteilen. Habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Wie gesagt, das habe ich jetzt mal gelesen. Wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich gucke jede Folge, also jeden Tag gucke ich eine Folge One Piece. Oh. Dann bräuchtest du ja knapp 3 Jahre, bis du da durch bist. Ja.
Das ist schon ein Investment. Das ist übel, ey. Dann bist du irgendwann 2025 bist du fertig mit One Piece. Und dann ist vielleicht auch One Piece fertig, keine Ahnung. Also, er hat ja schon gesagt, okay, ich glaube, dann ist er immer noch nicht fertig. 2025 läuft die Serie immer noch. Ich wollte gerade sagen, der Typ sagt ja immer sowas wie, ja, so 50% habe ich jetzt. Und du denkst so, Alter, wir sind bei Band 80 oder so, wie kannst du jetzt bei der Hälfte sein? Ich glaube, vor 3 Jahren war er bei 80%, aber das ist trotzdem immer noch, wenn du bedenkst, wie lange die Serie eigentlich schon geht, die ist ja echt... Das ist aus den 90ern noch, wenn man das aus dem letzten Jahrtausend noch. Ich frage mich halt auch immer, wenn du sowas hast, wie schafft man es dann, dass das Ende nicht unbefriedigend ist? Weil ich glaube, einfach wenn du 1000 Folgen hast, dann muss das Ende ja aufgrund der Laufzeit schon einfach so krass sein, damit es dich nicht enttäuscht, dass es niemals diese Erwartung erfüllen kann. Ich glaube, man wird immer mit dem Ende von sowas extrem lang dann enttäuscht sein. Ja. Ja. Also der Manga läuft seit Juli 1997. Krass, ne? Oder hat in seinem Berufsleben wahrscheinlich auch noch nichts anderes gemacht. Seit 97. Ich denke schon, dass er auch noch andere Animes gemacht hat. Also, oder zumindest Mangas. Aber ey, das ist halt so sein berühmtes Werk. Und Never change a running system, würde ich sagen. Warte, ich guck mal. Eiji Oda hat ja auch ein... er hat One Piece gemacht, dann Wanted, das ist ein Kurzgeschichtenband. Das gehört aber auch zu One Piece, oder? Genau. Und Dragon Ball X One Piece, das war eine Cross-Episode. Und das war's. Mehr hat er nicht bei seinen Werken. Hier. Hä? Ja, das, was unter Wanted steht, gehört in meinen Augen bei Wanted mit rein. Das sind die Kurzgeschichten. Ja gut, aber wenn Wanted 92 war, was hier angezeigt wird, da war aber One Piece nicht. Ach so. Ja, das stimmt. Das war dann wahrscheinlich ein Vorgänger. Ach, stimmt. Warte mal, den habe ich sogar mal in der Hand gehabt. Genau, das war so Kurzgeschichten, aber die Figuren sehen schon alle aus wie die von One Piece. Also okay. Das ist quasi so... zeichnerischer Vorlauf. Okay, ja. Ja gut, dann hat der gute Mann halt sich sein komplettes Leben mit One Piece befasst. Ja, aber hey, warum auch nicht? Ich meine, wenn es läuft. Also wenn ich mir das Cover von Wanted angucke, das ist einfach original, in der Mitte ist Ruffy und darüber Nami und unten links ist Zorro. Also ist jetzt nicht so... dass die so groß anders aussehen würden, die Figuren. Ja, cool. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Typ, der hat auch ausgesorgt. Ich glaube, wenn der mit One Piece irgendwann fertig ist, wird der A sowieso noch so viel Tantiemen bekommen von seinen ganzen Werken, dass er da gar nicht mehr arbeiten braucht. Und er wird immer noch irgendwie zu irgendwelchen Conventions oder sowas eingeladen werden. Ja, guck mal, und der hat die Serie, da kriegt er ja sicherlich Kohle und dann kommt ja auch noch jedes Jahr irgendwie ein Kinofilm raus, da würde er ja auch was von abhaben. Also das wird schon nicht schlecht laufen, ne? Ich weiß gar nicht, da wurde ja auch wieder ein neuer jetzt angekündigt, ich weiß gar nicht mal, was für eine Farbe hatten sie jetzt? Red, Blue, Green, keine Ahnung, irgendeiner. Namen hier, ich glaube, das war One Piece Red? Ich weiß es nicht mehr. Da bin ich tatsächlich auch raus, weil ich irgendwann mal festgestellt habe, da ich ja die Serie und den Manga nicht mehr verfolgt habe, kenne ich einfach die Hälfte der Crew gefühlt nicht mehr. Mhm. Also du hast natürlich noch die Alten dabei, aber dann sind da irgendwelche Neuen, die habe ich halt noch nie gesehen. Der eine Typ sieht aus wie ein Skelett und ich denke mir so, okay, was ist das für einer? Weil du halt irgendwie die fortlaufende Handlung nicht mehr verfolgt hast. Ja. Also der neueste Film heißt One Piece Red und soll in Japan am 6. August 2022 rauskommen. Ja, also in Deutschland dann 23. Ja. Das ist der 15. Spielfilm der One Piece-Reihe. Okay, da ist Detektiv Conan noch ein bisschen krasser dabei. Ja, Detektiv Conan ist, glaube ich, sogar... Ich glaube, Detektiv Conan hat immer noch mehr Bände als One Piece. Ich glaube, das ist wirklich noch so ein Ding. Ja, was mich da halt immer genervt hat, ich meine, da habe ich auch mal den Manga gelesen und auch die Serie geguckt. Du hast halt fast keinen Progress bei der durchlaufenden Handlung, sondern du hast dann irgendwie, kommen diese schwarzen Männer vor und dann kommen erstmal 30 Fälle,
die überhaupt nichts mit der Ongoing zu tun haben, sondern wo einfach nur einzelne Mordfälle sind. Und das fand ich auf Dauer ein bisschen ermüdend. Ja. Gucken wir mal. Wie alt wurde der, warte mal, das war der 17-jährige Oberschüler. Ja, der wurde ja, ja als kleiner Junge wieder, ich weiß gar nicht, wie alt der dann war, ist egal. Wieder als kleiner Junge verwandelt. Wodurch, womit auch immer. Ich hab die Serie auch nie so verfolgt, vielleicht wird sie ja irgendwann mal erzählt. Die mit Serie, also der Manga, der kam raus 1994. Die Serie gibt es seit 8. Januar 1996. Ey, der hat jetzt Geburtstag oder was? Oh. Gehabt. Krass. 8. Januar 96. Top. Läuft das Ding jetzt auch schon 26 Jahre. Krass. Die Serie läuft jetzt 26 Jahre und der Typ ist immer noch ein kleiner Junge. Der müsste oh. eigentlich mittlerweile auch schon wieder gealtert sein, oder? Das ist ja... Die Zeit vergeht langsam im Detektiv Conan-Universum. Ja, anscheinend. Und man muss halt echt sagen, irgendwann sind die Fälle auch irgendwie alle durch. Ich weiß es nicht. Ich gucke mir eigentlich ganz gerne noch die Filme an, aber die Serie könnte ich eigentlich jetzt wieder gucken, weil die ist ja bei Crunchyroll. Die haben ja alle Folgen drauf, glaube ich. Sogar, ja, glaube ich, auch halt, auf Deutsch. Ich meine, das kannst auch du angucken. Aber es ist halt immer das Gleiche irgendwie. Das finde ich so, ja, schade daran. Also ich finde das alles cool, aber ich will mal irgendwie, also ich habe mir immer gewünscht, dass man mal sieht, wie geht es denn weiter mit Conan oder mit seiner Love-Story auch. Weißt du, es gibt so viele Folgen, wo er dann irgendwie so mit ihr Kontakt aufnimmt als Shinichi und ihr dann quasi so sagt, ja, hier, ich bin da. Und dann gibt es irgendwie eine Romantic Scene und dann muss er aber weg, weil er ist ja der kleine Bimpf und dann ist sie irgendwie traurig. Und das hast du aber dann auch schon irgendwie 30 Mal gesehen, weil es gibt halt kein Vorwärtskommen. Ja, überleg dir das mal. Die macht das seit 26 Jahren mit. Seit 26 Jahren sieht die ihren Lover nur sporadisch und sagt mal so, oh, ich muss jetzt aber wieder weg. Oder ruft mal einfach nur an und sagt so, ey, ich bin doch da. Welche Frau willst du denn mitmachen? Die wird dann offen mindestens nach einem Jahr sagen, ey, bist du bescheuert? Dann hat sich das erledigt. Entweder willst du mit mir zusammen sein oder halt nicht, aber die macht das ja keine 26 Jahre mit. Das kann nur eine Japanerin sein. Oh Mann, ich glaube selbst die nicht, ey. Es ist... Ich meine, da kommen wir wieder hier auf den Aynori zurück. Die haben auch immer solche tollen Facts oder sowas mit reingebracht. Und dann hieß es dann so, ja, okay, 34% der über 20, also der 20-jährigen Japaner sind Jungfrauen etc. Also bei denen ist hier mit Dating etc. sind die halt auf einem ganz anderen Level. Mhm. Aber dass sie dann hergehen und warten 26 Jahre. Ey, die müssen doch mittlerweile auch schon eine ältere Frau sein. Ja, das muss schon jetzt um die 40 sein. Nee, die sehen immer noch genauso knackig aus wie vor 20 Jahren. Auf der anderen Seite ist es doch auch immer schön, dass die Sachen irgendwie einen so mit begleiten. Also bei einem, ne, ich bin ja wie gesagt nicht so der Serienfreund und so, aber ich finde es trotzdem irgendwie immer schön, wenn du das Gefühl hast, so Sachen begleiten dich irgendwie länger. Also das finde ich immer toll, wenn man irgendwann dann nochmal bei One Piece reinguckt oder bei Detektiv Conan und dann hat man so dieses Gefühl, ja gut, es sei wie vor 20 Jahren. Das hat sich ist auch irgendwie schön. Ja. Es ist aber auch bei vielen so. Ich meine, wenn du bei den Simpsons oder so reinguckst, die haben sich auch nie wirklich... Oh, das stimmt. Maggie ist seit x Jahren ist die ein Baby fertig. Das stimmt. Wo es jetzt mal ein bisschen anders da war, das habe ich jetzt auch mal gelesen, und zwar gibt es einen neuen Film von Beavis und Butthead dieses Jahr. Ja, das ist ja nicht meins. Das ist mir irgendwie zu doof. Aber du kennst die noch, die komischen Typen, ja, die hier auf MTV immer so ein bisschen so cool. Die werden jetzt aber älter gezeichnet. Da gab es auch so ein Bild von dem Macher quasi, der gesagt hat, okay, es gibt jetzt ja nochmal einen Film, der kommt halt direkt dann auf Paramount Plus raus und hier habt ihr immer schon so ein Sketch quasi und der hat die dann halt älter gezeichnet. Wo du auch denkst, okay, du erkennst noch Beavis and Butthead, aber irgendwie ist es nicht das, was du eigentlich gewohnt bist. Es ist irgendwie komisch. Irgendwie findest du es cool, dass die halt auch mal älter geworden sind. Andererseits willst du halt trotzdem die Jungen wieder haben. Ich muss sagen, Beavis und Butthead ist doch sowas, die haben sich die ganze Zeit beleidigt, oder? Also ich habe das irgendwie so gespeichert wie Terrence und Philip von South Park. Nee, die waren einfach nur strunzendämlich. Ja. Die haben alles kaputt gemacht, weil sie doof waren. Das hat mich irgendwie nie so interessiert. Das waren halt immer diese Rowdies, ey. Ja, ich habe da auch nur auf einzelne Folgen gesehen. Das ist jetzt nicht das, was ich
die ganze Zeit geguckt habe. Dann bin ich noch dran eher bei RTL 2 hingeblieben mit Detektiv Conan und Yu-Gi-Oh! Und ab und zu mal eine Folge Pokémon. Obwohl ich echt kein Pokémon-Fan bin. Komischerweise. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Pokémon-Spiele bei mir im Regal stehen. Ich habe Blau, ich habe Platin, ich habe Schwarz 2, ich habe jetzt Schild. Ich habe die alle nicht gespielt. Ich kenne die nicht. Aber warum kaufst du dann noch welche? Keine Ahnung, ich hab die alle irgendwie, keine Ahnung. Ich kaufe so viel Skrempel und nutze es nicht. Ich habe auch letztes Jahr Life is Strange 2 gekauft, weil ich das mal spielen wollte jetzt endlich. Weil ich hatte, glaube ich, die ersten zwei Episoden irgendwo mal gespielt und da fehlt ja noch ein bisschen was. Habe ich nie weitergespielt. Keine Ahnung warum. Ich habe mir jetzt auch angefeuert hier von Arcane halt dieses RPG von League of Legends gekauft, The Ruined King. Ja, ist noch nicht mal installiert, also keine Ahnung. Oder es war kurz vor Weihnachten irgendwie im Sale gewesen. The Witcher 3 für die Xbox für, was weiß ich, ein Zehner oder sowas. Wo ich denke, das ist eigentlich ein geiler Preis. Ja, habe ich mal gekauft. Ich muss sagen, ich habe The Witcher auch, The Witcher 3, weil das hieß ja irgendwie so immer so, ja, mega geil, bla bla bla. Ich habe dann angefangen, das zu spielen und es hat sich ungefähr so dargestellt, ich bin gefühlt eine Dreiviertelstunde durch die Pampa gelatscht, habe dann den ersten Gegner getroffen und war komplett chancenlos, habe das Spiel ausgemacht und mir gedacht, fuck you, kein Bock drauf. Da musst du dich erstmal ein bisschen ausleveln. Ja, du musst erstmal in andere Gebiete gehen, um... Hast du mal Zelda Breath of the Wild gespielt? Ja. Ach nee, du hast jetzt erst eine Switch, oder? Nee, also ich hatte schon mal eine Switch. Die andere. Okay. Ich habe auch Breath of the Wild gespielt. Das Problem da war für mich, da gab es mir zu wenig, was mich geführt hat. Also das war für mich dann irgendwann so, dass ich halt auch gefühlt 5 Stunden durch die Pampa gelatscht bin und es geht nicht voran. Also ich wusste nicht so richtig, ach so, stimmt. Und dann habe ich das erste Mal hier einen von diesen Tempeln gefunden. Von diesen großen Dingern, irgendwie so ein Wasserelefant oder so. Und dann war halt komplett vorbei, weil dann habe ich festgestellt, offensichtlich bin ich zu dumm für das Spiel, weil ich habe das 0,0 gecheckt, was ich da machen muss. Obwohl ich ja sagen muss, ich finde es eigentlich gar nicht mehr so verkehrt, dass man halt bei Breath of the Wild wirklich die Freiheiten hat. Also du hast ja, wie du schon sagst, es fehlt zwar die Führung, aber ich fand es auf der anderen Seite auch mal ganz cool, weil man fühlt sich halt echt so als der Held, der dann halt durch die Gegend reist und halt das macht, was er gerade Bock hat und nicht das, was ihm vorgegeben wird. Und du kannst halt wirklich entscheiden, was machst du als erstes. Gehst du erst dahin, gehst du erst dahin. Du kannst ja auch direkt quasi zum Endgegner, kannst du ja schon reiten und dann ist gut. Ja, ob du den schaffst, ist eine andere Frage, aber du kannst es theoretisch. Ja. Und auch bei den ganzen Rätseln, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, diese Rätsel zu lösen, weil es halt keinen direkten einen Weg gibt, sondern einfach, okay, das sind jetzt die physikalischen Fähigkeiten, die du hier hast und die agieren so miteinander und wenn das hinhaut, dann kannst du das machen. Das ist eigentlich schon eine coole Sache, weil da gibt es verschiedene Videos auch bei YouTube, die halt ein Rätsel auf die verschiedensten Art lösen. Du, ich, wie gesagt, an sich, ich bin ja ein Freund so von Welterkunden und so, das fand ich alles cool, aber mir hat schon so dieses gefehlt, dass ich mal einen Marker auf der Karte habe, wo ich weiß, okay, wenn ich jetzt Bock habe, die Story weiter zu verfolgen, latsche ich da halt hin. Weißt du, ich habe auch zum Beispiel in meinem Leben sehr viele Stunden in GTA Vice City verbracht, ohne irgendwas Sinnvolles zu machen, sondern nur mit rumfahren und vielleicht mal irgendwie einen Militäreinsatz auslösen oder so. Aber irgendwann gab es dann immer den Punkt, wo ich wissen wollte, okay, jetzt geht's weiter und dann gehst du halt zur nächsten Mission und dann geht's halt weiter. Ja, verstehe ich auch. Also ich bin eigentlich normalerweise kein so ein Riesenfan von diesen Open World, weil du halt einfach größtenteils irgendwie durch die Gegend rumläufst und dich fragst, okay, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Gut, bei Zelda hast du halt den Vorteil, du kannst halt an verschiedenen Stationen auch weitermachen, aber es gibt halt auch viele Spiele, die einfach sagen so, du musst zu Punkt X, aber find den erstmal. Und dann gammelst du halt die ganze Zeit durch die Gegend rum und fragst dich, ja, wie komme ich denn da jetzt hin? Und das ist dann eher wieder nervig. Gut, ich würde jetzt sagen, machen wir für heute den Deckel drauf, weil meine Kopfhörer auch gleich aus sind. Ja, gut, wie gesagt, viel gesehen haben wir diese Woche nicht, aber anscheinend viel gespielt. Oder zumindest ein bisschen
ein bisschen mehr über Spiele quatschen können dieses Mal. Aber hey, ist ja auch mal ganz cool. Gehört ja auch alles dazu. Dann hoffe ich doch, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, konntet ein bisschen was mitnehmen und tut uns irgendwie weiterempfehlen. Das wäre mal ganz cool. Ja, weiterempfehlen ist ganz cool. Liken und einfach den Leuten sagen, hier, wenn du irgendwie mal eine Stunde Zeit hast und dir einfach mal cooles Gequatsche anhören willst, dann hör doch mal die Jungs an und dann wäre das cool. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Backstage Folge Nummer 14, wo wir wahrscheinlich wieder einiges Neues geguckt haben. Ich werde wahrscheinlich Ayonori weiter gucken und gucken, wer jetzt hier nach Hause fliegt oder nicht. Ist auch so ein Ding gewesen. Bei der Sendung ist es ja so, scheiße, jetzt fange ich wieder an. Erzähl das doch nächste Woche, wenn du noch weiter guckst. Ja, alles klar. Genau, ich gucke das ja so weiter. Aber das ist so ein Standard, wie die eigentlich da rauslegen, ist egal. Machen wir nächste Woche. Dann erfahrt ihr nächste Woche, wenn ihr es nicht gesehen habt, wie man bei Ayonori quasi wieder nach Japan fliegt. Und ob da jetzt jemand mitgeht oder nicht. Und dann hoffe ich doch, dass ihr da wieder einschaltet und macht euch noch eine schöne Woche. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.